Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt habe ich endlich eine neue GoPro, mein Fahrrad ist repariert und alles ist wieder fit. Und heute bin ich auf der Dirtpark-Eröffnung in Kirchheim Tech. Und ich bin heute mit mehreren Leuten unterwegs. Wir sind heute zu 10 oder noch mehr, was weiß ich. Ich kenne nicht mal alle Namen, aber die lerne ich halt hoffentlich noch alle kennen. Und auf jeden Fall, hier ist einmal so eine kleine Halfpipe. Hier ist so ein kleiner Pumptrack. Und hier hat es noch so einen nice Dirtpark. Der sieht relativ geil aus, mit, glaube auch höheren Sprüngen sind es auf jeden Fall. Ja gut, also wir warten jetzt mal. Hier ist sogar auch Lukas Knopf ist sogar dabei. Also das ist wieder zu sagen als Special Guest. Und ja, ich hoffe der Tag wird geil und nachher ist auch noch so Autogrammstunde mit Lukas Knopf und so. Ja, wird glaube ich richtig nice heute. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, den Dirtpark und alles drum dran so richtig zu fahren und so. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Let's go! Und ich gucke nach Mathe, dass alle nicht wissen, dass der ist eigentlich genauso wie der und hoffe, dass, ja, dass vor allen Dingen ohne Unfälle abgeht, zumindest mal am richtigen Tag. Also passt auf, lasst euch aus, aber immer aufgepasst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn nachher die Meute der jungen Leute diesen Beitrag erobern. Herzlichen Dank. Also ich komme viele Leute langsam in den Start. Okay, das Warten ist frei jetzt. Jetzt kommt eine gute Stelle. Echt so anstrengend hier. Ich kann das nicht,
Oh. Oh. Ich hab schon vorher zu meinem Kumpel gesagt, einmal legst du nicht weiter. Echt zu voll hier. So, jetzt muss ein kleiner Überblick. Zu viele Leute. Echt krass. Dann fahren wir da hinten, weil da ist gerade. Oh, da ist gerade. Lukas Knopf und macht so ein paar Tricks. Da geh ich jetzt mal hin. So, jetzt kommt gleich Lukas Knopf dran. Richtig stark. Aber ich bin auf so einen noch nie gesprungen von steil. Ich weiß nicht, ob ich mir den traue, aber ja, mal schauen. Die Landung ist ziemlich weich. Ich denke schon, dass ich es mache, weil ich in Haut ist. Eine weiche Landung hat nach. Abonniert Bike Schreder und Laurins Welt. Ja, und Kedic Films Studios. Also, wir springen noch ein paar Sprünge. Nachher macht, glaube ich, noch Lukas Knopf so eine kleine Show. Da werde ich auch noch ein bisschen filmen. Und dann, ja, fahre ich noch ein bisschen so rum und so. Ich werde einfach ein bisschen rumfahren und versuchen, vielleicht einen Trick zu machen über den einen Sprung, den ihr vorher gesehen habt. Und ja, es ist ziemlich matschig hier. Schaut euch mal dieses Fahrrad an. Hier alles hier voller Matsch. Ja, ich weiß nicht, ich will nicht wissen, wie ich von hinten aussehe, aber der ganze Dreck spritzt da hoch und ich habe nur vorne so ein Schutzblech. Aber ja, schau mal, was ich jetzt noch alles springe, was ich jetzt noch mache, und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Video. Thank you.
so auf Ehrenbruderbasis fahren. Ja, so! Genau. Genau so auf Ehrenbruderbasis. Also mein Fahrrad ist so dreckig. Wir gehen zum Metzger. So, Freunde, also wir gehen jetzt essen. Wir machen jetzt ein bisschen Mittag. Vorne hier ist der Robin. Ich bin zum anderen, den kenne ich leider gerade nicht. So Freunde, wir sind wieder hier. Mittagspause zu Ende. Miguel ist auch dabei. Ja, und jetzt zeige ich jetzt mal ein paar Sprünge und die Strecke zeige ich dir jetzt. Dann teste die auch mal und mal schauen, was der dazu sagt. Jo, jetzt gehen wir erstmal rein. Let's go. Wollen wir da auch hinten dranbleiben? Stark! So Freunde, also, das war jetzt der mega, mega geile Tag in Kirchheim an dem neuen Dirtpark. Jo, es hat mega Bock gemacht, waren geile Shows dabei, viele Leute haben geile Stunts über die Sprünge gemacht. War auf jeden Fall mega geil, ja. Leider ist Jamal vor früh ins Krankenhaus gekommen, da er einfach irgendwie hingefallen ist, ihn hat über Lenke gehauen. Und ja, er hat jetzt eine Platzwunde am Kopf. Ich hoffe mal, ist nicht schlimm passiert. Ich wünsche echt sehr gute Besserung. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.